Servus Leute, hi hi und willkommen bei einem neuen Video bei Outback Andy. So, heute gibt es nochmal ein super schnelles Rezept, ein richtig leckeres und vor allem im Grunde genommen wieder was total Simples. Wir alle kennen die richtig geilen Chicken Wings. Ob ihr bei Mc's seid, ob ihr beim Burger King seid oder sonst noch irgendwo. Und Chicken Wings ist auf jeden Fall heute mein Thema und ich habe hier 1,5 bis 2 Kilo Chicken Wings letztendlich. Das sind Flügel und Schlegel quasi. Das Ganze mariniere ich jetzt nochmal. Das geht ganz schnell und später landet das Ganze auf dem Grill. Und Leute, eins kann ich euch echt sagen. Macht nichts. Also wenn ihr das nachmacht, macht auf gar keinen Fall zu wenig. Ihr könnt locker 2 Stunden dran sitzen und eins nacheinander futtern. Das ist so lecker. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Let's go. Ach, Quatsch. Bevor es losgeht, noch ganz kurz, was wir dazu brauchen. Eben Hähnchenflügel, Hähnchenschlegel. Unsere Kleine spielt hier gerade nebendran. 1,5 bis 2 Kilo Hähnchenschlegel, Salz, Pfeffer, ganz wichtig Kurkuma, ein paar Chiliflocken, Paprikapulver, Öl und das war's. Von daher, let's rock, ich zeige euch, wie ich das mache. Ich habe hier 3 so mittelgroße Zwiebeln auf einer Reibe auf der großen Seite. Dann reibt ihr die Zwiebeln drauf. Achtung, nicht, dass ihr euch schneidet. Das geht ruckzuck bei dem Ding. Dann nehmen wir ganz normales Öl. Und einfach einen guten Schuss Öl drauf, ein paar Chiliflocken, wirklich nicht zu viel, ihr seht, gerade nur ein paar fürs Aroma, etwas Salz, ganz nach Gefühl, ganz nach eurem Geschmack. Die Kleine spielt hier nebenan, voll süß. So, bisschen Pfeffer. Und Leute, ganz wichtig, hier Kurkuma. Kurkuma ist für dieses Rezept essentiell. Ohne Kurkuma würde ich die ganze Geschichte gar nicht erst machen. So, das Ganze ist ein bisschen verklebt. So, da kommt hier gut Kurkuma rein. Und da würde ich auch echt nicht sparen eigentlich. So, und Paprikapulver. Ihr merkt, ich benutze Paprikapulver relativ häufig, aber ja, ich liebe es einfach. Und Paprikapulver bitte nicht zu viel, das ist jetzt letztendlich unsere Marinade. Normalerweise mariniere ich das Fleisch, aber diesmal mache ich zuerst die Marinade. So, und das Ganze wird jetzt einfach schön verrührt. Wenn ihr irgendwelche Termine habt, dann würde ich euch empfehlen, Handschuhe dafür zu nutzen, denn Kurkuma bleibt sehr gern auf der Haut drauf. Und aber letztendlich verrühren wir jetzt, die Zwiebeln beißen in den Augen, Wahnsinn. So, das ist letztendlich auch unsere ganze Marinade. Mehr muss man dazu auch gar nicht machen, aber ich glaube von der Masse her haben wir jetzt noch ein bisschen zu wenig. Von daher kommt jetzt hier noch ein bisschen Kurkuma rein. Und noch ein bisschen Paprikapulver. Paprikapulver letztendlich für die Farbe. Ansonsten könnte man das eigentlich auch weglassen, finde ich. Aber ja, und auf jeden Fall Öl. Nehmt Öl rein, kein Wasser oder sonst noch was. Gut, ihr könnt natürlich rumexperimentieren. Aber wenn ihr Öl in die Marinade reinmacht, dann habt ihr den Vorteil, dass die Haut dann so richtig schön knusprig wird. Und so, das ist die ganze Marinade. Ihr seht, es ist wirklich nicht viel. Aber das langt jetzt nun vollkommen aus. So Leute, was wir jetzt machen, im Grunde genommen nichts anderes wie unser ganzes Fleisch da rein. Also, wir haben hier wunderschöne Hähnchenflügel und Hähnchenschlegel. Und Leute, das ist das einfachste Rezept, wie ich euch schon bereits versprochen habe. Ihr packt das ganze Zeug, das ganze Fleisch, haut es hier schön in die Form rein. Ihr könnt selbstverständlich auch irgendeine andere Form nehmen, aber ich finde halt ein Backblech, ein tiefes Backblech relativ easy.
Ich lasse es dann nämlich auch gleich da drin. So, jetzt wird das Ganze einfach nur schön verrührt. Und das war's. Später dann die ganze Geschichte auf dem Grill. Und Leute, ich sag's euch, macht davon echt nicht zu wenig. Ich habe schon mal gesagt, aber ich kann es nicht oft genug erwähnen. Mariniert mehr wie genug Fleisch ein. Ihr braucht pro Person da locker mal ein Kilo, weil das kannst du essen, essen, essen und essen. Und es schmeckt einfach nur Bombe. Einfach nur Bombe. So. Und jetzt passt auf, wir grillen heute Abend und es ist jetzt kurz nach 15 Uhr. Ich lasse das Ganze jetzt 2-3 Stunden einfach da drin liegen. Soll es mal durchziehen und das war's auch. Von daher, ich sage jetzt schon mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns später am Grill. Jo Leute, das Feuer ist durchgebrannt und mein Rost ist auch durchgebrannt. Ich mache das immer so, dass ich den Grillrost, wenn das Feuer fast durch ist, dann schmeiße ich den Grillrost nochmal auf die Flamme quasi, damit die Flamme letztendlich alles desinfiziert, so mehr oder weniger, beziehungsweise ganze Bakterien durchbrennt. Und ich versuche, beziehungsweise ich denke, dass man die Chicken Wings relativ häufig wenden muss. Besonders, weil wir eben die Haut mit dabei haben und Haut verbrennt ja relativ zügig. Jo, ansonsten, ich wende das Ganze jetzt alle 2 Minuten oder so. Und es duftet schon mal mega. Ja, von daher, ich würde sagen, ich werde das Ganze jetzt so lange grillen, bis sich das Fleisch von den Knochen löst. Und dann melde ich mich einfach nochmal und sag euch, wie es geschmeckt hat. Also, bis gleich. So, ihr Lieben, hier haben wir das Exemplar. Super. Schau her. Ah, das tropft mir schon. Und krass heiß, aber pass auf, boah. Leute, einfach nur mega. Genau das habe ich gemeint. Ah, ich freue mich schon, es ist jetzt gleich fertig, warte mal. Ich habe jetzt gerade noch frisches Lavaschbrot auf den Grill gehauen, oben drauf. Das kommt dann drunter. Leute, es war super heiß, aber ey, das ist einfach unbeschreiblich. Genau das habe ich gemeint. Wenn du einmal damit anfängst, du kannst einfach nicht mehr aufhören. Es ist wirklich, Leute, das ist das beste Essen überhaupt. Also, ich kann dazu nicht mehr sagen. Wie krass saftig das ist. Es ist zwar ein bisschen Schweinerei, weil Kurkuma mit dabei ist. Finger sind gelb und so, aber hat sich allemal gelohnt. So Leute, an der Stelle mache ich Schluss fürs Video. Ich gehe hoch, wir müssen jetzt endlich mal was essen. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal ein herzliches Dank aussprechen an alle, die meinen Kanal abonnieren und alle, die dieses Video sich anschauen. Ich kann es einfach nur empfehlen, macht es auf jeden Fall mal nach. Es ist eine super geile Geschichte. Haut knusprig, das Fleisch innen drin schön saftig, genau wie es gehört. Und wir gehen jetzt hoch, wir essen jetzt. Und jo, an der Stelle vielen lieben Dank nochmal. Ihr wisst, was zu tun ist. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke unten, damit ihr einfach kein Video mehr verpasst. Solche Dinge werden nämlich in Zukunft definitiv mehr vorkommen auf meinem Kanal.
finde es einfach nur Hammer, draußen zu sein, schön zu grillen und so. Einfach nur geil. Und wir sehen uns im nächsten Video. Adios, vielen lieben Dank. Leute, ich kann es euch echt nicht oft genug sagen. Schaut euch das an. Gut, ich habe es ja schon abgebissen. Aber es ist so geil. Es ist wirklich so geil. Ich gehe hoch. Alle hopp. Bis dann.